Hallo, schon wieder von mir. Ich gebe heute noch mal ein ganz kleines Update, wie es jetzt hier aussieht. Brücke ist abgerissen. Ja, und jetzt gehe ich einmal da nach vorne. Das hier ist die Stelle, wo ich auch am Donnerstag stand und meinte, ja, das sind jetzt meine letzten Aufnahmen. Und das war das, was man mal ein Brückenwiderlager nennen konnte. Ja, da ist nichts mehr übrig. Also doch, ist natürlich schon noch was übrig, aber man kann nur noch erahnen, dass hier mal eine Brücke stand. Was ich ganz cool finde, ist, man sieht hier oben, da können wir auch mal näher reingehen, man sieht hier oben schön wieder diese Seile rausschauen. Also ich vermute, dass das diese Spannseile gewesen sind, mit der hier diese Brücke, der Spannbeton, gezogen und Spannung aufgebaut wurde. Und alles, was hier unten so rumfliegt, das sind diese Bewährungsstahlstreben, die hier für das Fundament zuständig waren. Ja, und da drüben sieht man das auch sehr schön. Ich kann leider nicht rübergehen, weil die ganze Seite drüben Baustelle ist und man da nicht rankommt. Aber ich kann ein bisschen zoomen natürlich. So sieht es da drüben aus. Und man sieht hier auch, was alles an Sand hier jetzt auf der Straße lagert. Das ist dieser ganze Kram hier. Ach, heute wird hier nicht oder nicht mehr gebaut. Aber sie waren ja auch die ganze Nacht am Zugange hier, das wieder frei zu bekommen. Und Straße ist wieder befahrbar, wie ihr seht. Da nochmal das nördliche Brückenwiderlager, also die Überreste davon, mit dem Damm im Hintergrund. Und da drüben, sorry für die schnellen Schwenks übrigens, ich versuche immer die Leute, die hier vorbeifahren oder laufen, oder auch die Autofahrer möglichst nicht ins Bild zu bekommen, damit ich die am Ende nicht verpixeln muss. Das ist bedeutend einfacher und weniger Arbeit. Ja, also da ist das Widerlager, die Reste. Da oben ist der Bahndamm. Heute alles ruhig hier. Und von hier nochmal ein letzter Blick, wie man da auch so ein bisschen runter gucken kann. An der Stelle, da ging der Bahndamm quasi in das Widerlager rein und ja, daneben hängt ganz viel Stahlschrott und Betonschrott. Und da hinten ist Sand und jetzt die Straße hier frei. Und da ist der Bahndamm mit dem Schotterberg von dem, was den Bahndamm hier mit dem Brückenlager verband, also hier von dieser Lücke, das ist der Schotter, der da oben drauf liegt. Gut, das war's für heute von hier. Bis denn. Ach ja, mir fällt doch noch eine Sache ein. Die neue Brücke wird dann so, mit dem Bau wird da so im April, Mai begonnen werden. Und also auch relativ zeitnah. Und die U6-Ersatzbusse fahren wieder so, wie sie immer fahren und ja, wirklich auch in einem dichten Takt. Bis denn.